Liebe Freunde der paradoxen Strategie, ja, hier seht ihr unsere Siedler, unsere Kolonisten, wie sie im Dschungel von Paramaribo ihre Siedlung ausbauen, die Kolonie ausbauen. Aber mit welchem Recht machen sie das eigentlich? Man könnte ja sagen, einfach mit dem Recht des Stärkeren. Aber so haben die damaligen Zeitgenossen das nicht durchdiskutiert. Es war schon ihnen wichtig, dass das eine, wie soll ich sagen, eine vernünftige Rechtsgrundlage hatte. Das ganze Kolonisieren und Erobern von fremden, überseeischen Reichen. Man muss da aber ganz unterschiedliche Aspekte unterscheiden. Einmal in Nordafrika war es noch relativ simpel. Da hatte man eigentlich die Legitimation der Reconquista, konnte man weiterführen, indem man jetzt hier auch in Nordafrika Krieg führen konnte gegen die Muslime. Man berief sich da auf alte, uralte Königsrechte von vor 500 Jahren oder so, wo hier mal christliche Herrscher auch in Nordafrika geherrscht haben. Gut, aber das ging natürlich nicht mehr bei Ländereien, die viel weiter weg sind. Da gab es verschiedene Argumentationslinien. Der erste Komplex ist im Prinzip bei Ländern, die unbesiedelt waren. Also zum Beispiel wie Kap Verde, ich glaube, das war weitestgehend unbesiedelt. Oder einige andere auch noch. Und da gab es das sogenannte Res Nullius, also das Recht des Ersten, der dort vorbeikommt. Und das haben dann tatsächlich auch in vielen Fällen, auch hier in Amerika, die Spanier, teilweise die Portugiesen, Afrika, praktiziert, indem sie einfach jetzt noch nicht gleich Kolonien aufgebaut haben, sondern einfach dort angelandet sind und im Rahmen eines symbolischen Aktes ein Kreuz aufgestellt haben oder irgendwelche Flaggen dagelassen haben. Und dann war das in Besitz genommen für die eigene Krone. Teilweise haben sie das auch gemacht in Gebieten, wo es Indianer gab. Die sind dann neugierig aus dem Wald gekommen und haben sich das angeguckt und haben natürlich gar nicht geahnt, dass hier gerade ihr Schicksal in gewisser Weise besiegelt wurde und ihr Land in Besitz genommen wurde. Die fanden das wahrscheinlich amüsant, was diese komischen weißhäutigen Typen dort anstellen. Diese Sache wurde allerdings dann später auch vehement angegriffen von den Engländern, von den Franzosen, von den Holländern. Diese Inbesitznahme rein symbolischer Art, weil sie gesagt haben, das war ja gar keine echte Inanspruchnahme dieses Res Nullius, ihr habt ja da gar nichts gemacht. Also da gab es wirklich viele rechtliche Auseinandersetzungen. Ansonsten waren die katholischen Könige Portugals und Kastiliens haben tendenziell die Auffassung vertreten, dass sie sich Länder, heidnische Länder, Länder nicht christliche Herrscher, aneignen können, weil sie diese Ureinwohner auch nicht als eigene Rechtspersönlichkeiten wahrgenommen haben, zumindest zu Anfang. Das war so, sag ich mal, die vulgäre Form dieser Inbesitznahme. Allerdings erschien ihnen das wohl, glaube ich, auch nicht so ganz geheuer, so dass sie sich sehr schnell bemüht haben, beim Papst Erlaubnis dafür zu erhalten. Und der Papst ist insofern tatsächlich eine Schlüsselstellung, eine Schlüsselrolle für diese Frage der rechtlichen Grundlage für die Kolonisierung. Also zuerst waren es die Portugiesen, die für ihre westafrikanischen Besitzungen Papstbullen erwirkten, die ihnen das zugestanden haben. Und dann die Spanier nach 1492, vor allem im Jahr 1493, wollten die das dann auch haben und haben es auch bekommen für diese ganzen Ländereien. Und in diesem Zuge ist dann auch dieser Vertrag von Tordesilla entstanden, wo halt Spanien, Portugal durch Vermittlung des Papstes im Prinzip einen Staatsvertrag geschlossen haben und die Welt in gewisser Weise unter sich aufgeteilt haben. Aber die Sache war nicht ganz so einfach, denn es gab in Spanien vor allem sehr viele Theologen, die ihren Glauben und ihre Scholastik ernst genommen haben, sich unter anderem auf Thomas von Aquin berufen haben und zum Beispiel gesagt haben, Christus war ausdrücklich kein weltlicher Herrscher und damit kann der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden auch kein weltlicher Herrscher sein. Zumindest kann er keine Rechte haben, also Herrschaftsrechte zu vergeben. Insofern haben diese
Ureinwohner Naturrechte, die man ihnen nicht einfach entziehen kann. Eine Ausnahme haben sie schon gesehen, wenn sie das freiwillig tun, also wenn sie sich freiwillig den katholischen Königen unterwerfen, dann ist das legitim. Aber per Zwang darf das nicht erfolgen. Das führte im Übrigen dazu, dass die Konquistadoren dort ordentlich gewütet haben und dann am Ende es eine freiwillige Unterwerfung gab, um diesem Rechtsstatus irgendwie Genüge zu tun. Also so wichtig war das schon, dass sie da auf rechtlich vernünftiger Ebene agieren. Was aber allgemein anerkannt war, war die Heidenmission. Also das war sozusagen in der Tat ein legitimer Grund, dort zu agieren in Übersee. Und wenn es zum Beispiel der Fall war, dass sich Stämme kriegerisch widersetzten oder Häuptlinge kriegerisch widersetzten Herrscher, dann hatten auch diese spanischen Spätscholastiker nichts dagegen, gegen diese Kriege zu führen und auch diese Reiche zu übernehmen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann eben nicht. Ein anderer Legitimationsversuch war im Übrigen die Idee eines universalen Kaisertums. Später, als Karl V. ja Kaiser war und dementsprechend auch König von Spanien und Teil und Herrscher über ja ein großer Teil der Welt war, da hatte man sich diese Kaiser-Idee zu eigen gemacht und gesagt, der Kaiser ist überhaupt der Weltherrscher und deshalb darf man das. Aber auch das wurde dann bestritten. Interessant ist, das sind keine Minderheitenpositionen, denn das hatte sehr große Auswirkungen auch auf die Kolonialisierungsbewegung. Und zum Beispiel gab es schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine Papstbulle, wo also der Papst die in gewisser Weise die Freiheitsrechte der Ureinwohner bestätigt hat. Das sind freie Menschen, die ein Recht auf eigenes Eigentum haben. Und man kann sich nicht mit Gewalt unterwerfen und schon sollte sie schon gar nicht mit Gewalt dem Glauben zu dem Glauben zwingen. Also so eindeutig, wie uns das manchmal heute scheint, war diese ganze Sache damals nicht. Und das führte auch zu einer Wendung oder zu einer Veränderung, langsam Veränderung der Spanier in Südamerika, die zumindest ihre Expeditionsfahrten und Feldzüge nicht mehr ganz so offensichtlich militärisch organisierten, sondern schon darauf achteten, dass das irgendwie alles missionarischen und zivilen Charakter etwas bekam. Gut, das vielleicht nochmal zur Einstimmung. Als wichtigstes Ziel für die nächste Zeit ist es, wie gesagt, dass wir ein kleines Expeditionsheer aufbauen und unseren Entdecker, den wir glücklicherweise noch haben, dass wir den dann nach Südamerika schicken und ihn auf Entdeckungsfahrt geben. Okay, so, das hatten wir das schon. Ich weiß nicht. Die Bedrohung von Tortuga. Nach einem ziemlich turbulenten Start mit den Einheimischen von Tortuga haben wir es endlich geschafft, sie von unseren guten Absichten zu überzeugen. Als wir an Land kamen, näherten sich ein alter und junger Mann unserem Schiff. Nee, das kommt mir noch unbekannt vor. Sie waren nicht an unseren Geschenken interessiert und als eine Muskete in die Luft schoss, um sie zurückzudrängen, wurde der alte Mann leicht verletzt. Er rannte zu ihren Hütten und brachte Männer, die mit Speeren nach unserer Mannschaft warfen, ehe sie durch zwei weitere Schüsse vertrieben wurden. Die Erwachsenen flohen in die Wälder und ließen ihre Kinder zurück. Ein paar kleine Schmuckstücke und Perlen wurden als Geste der Freundschaft bei den Kindern zurückgelassen, ehe die Teilnehmer der Expedition sich auf das Schiff zurückzogen. Okay. So, macht ihnen klar, dass wir ihnen kein Leid zufügen möchten. Wir verlieren 25 diplomatische Macht. Oder, wenn sie wiederkommen, tötet sie. Tortuga. Wo ist Tortuga? Da. Die haben relativ wenig Aggression. Ich will keine diplomatische Macht verlieren. Aus dem 10 Prestige. Ja, also bei so viel Aggressivität, dann sollten wir auch hart durchgreifen. Sehr schön. Okay, ich bin gespannt, wann die hier Expedition beendet wird. Das ist ja doch viel, was hier zu erkunden ist. Jetzt ist Kuba dran. So, wir können bauen, zumindest geldmäßig, aber das will ich mir nochmal aufsparen. Und wir haben betrunkene Entdecker. Einer der Teilnehmer unserer Expedition, ausgerechnet
Unser Entdecker brachte sich in eine schrecklich peinliche Situation, als er um seine eigene Fähigkeit mit dem fruchtigen Alkohol, den die Einheimischen in Bahamas brauen, zurechtzukommen, überschätzte. Widerliche Details werden in diesem Bericht nicht erwähnt, doch er war für eine lange Zeit ziemlich krank. Die Einheimischen waren belustigt und lachten über sein Elend, doch die Gerüchte dieses Ereignisses haben inzwischen die Ohren der Ranghöheren erreicht, die solches Verhalten missbilligen. Die Ranghöheren Einheimischen oder zu Hause in Spanien? Oh, jährliches Prestige minus 0,25, 5 Jahre lang. Fruchtiger Alkohol? Habt ihr welchen mitgebracht? Tja. Meine Herren, was ist hier alles los? Feuerprobe in Eis. Während unserer Mission, einträgliche Provinzen zur Kolonisierung zu finden, sind wir auf Eis gestoßen. Die Einheimischen sind größtenteils feindselig, doch das Land ist sehr wohlhabend. Der Handel mit dieser Provinz würde uns viel Gewinn einbringen. Wir müssten jedoch ein oder zwei Häuptlinge bestechen. So, wir kriegen in jedem Fall Geld. Warum erhalten wir eigentlich Geld bei einer Bestechung? Ich dachte, da muss man Geld geben. Aber wahrscheinlich sind die Indianer so naiv, dass für sie Bestechung andersrum funktioniert. Ich weiß es nicht. Ja, dann nehmen wir doch das Erste. Es müsste eigentlich sein, dass wir das verlieren. Das Geld. Aber Glasperlen kosten ja nichts. So, eine Kolonialfirma geht bankrott. Ich wusste gar nicht, dass wir schon eine haben. Eine der Kolonialfirmen hat ernste finanzielle Probleme. Und wenn nicht bald etwas unternommen wird, könnten die Kolonisten darunter leiden. Ach, wahrscheinlich eine Firma in der Kolonie. So, sie wussten um das Risiko. Das ist nicht mein Problem. Oder es ist an der Zeit, dass wir eingreifen. Oh nein, ich will jetzt nicht minus 50%. Wobei, bei 52 Bevölkerung ist das eigentlich auch nicht so dramatisch, ne? Naja, plus 35 im Jahr. Das ist ein Dreivierteljahr. Also dadurch, dass die Kolonie jetzt noch so klein ist, glaube ich, machen wir das einfach. Sie wussten um das Risiko, das ist nicht mein Problem. So, ein neuer Papst und Burgund ist Kontrolleur. Meine Herren, das geht ja schnell. Wir haben gar kein nichts investiert, haben wir vergessen. Und Burgund, wie interessant. Burgund existiert tatsächlich immer noch, wie ihr seht. Ja. Neuer Herrscher, Papst Pius. Jawohl. Und, schade, der kolonialistische Enthusiasmus ist vorbei. Es wird Zeit, dass wir die nächste Idee hier freischalten, nämlich Land der Möglichkeiten. Und, kaum habe ich es gesagt, passiert es. Ist das nicht herrlich? Wir können... Ach nee, ja doch, Land der Möglichkeiten. Das werden wir jetzt entwickeln. Er bringt uns plus 20 Kolonialwachstum. Das ist hilfreich, damit wir schnell diese Kolonie etabliert haben und dann möglicherweise in Richtung Karibik aufbrechen können. So. Okay. Lesen wir uns das noch kurz durch. Durch die Darstellung von Kolonien als jungfräuliche Gebiete, wo jeder Mann und vielleicht auch einige Frauen zu Reichtum kommen kann, werden die Menschen schneller in die Kolonien emigrieren. Das bedeutet, dass wir weniger Geld ausgeben müssen, um die Leute dazu zu bewegen. Sehr schön. So, wir haben 4200 Rekruten. Bei 5000 ist es soweit. Bei 5000 werde ich unsere Expeditionsarmee ausheben. Oh, was haben wir hier eigentlich? Das ist nur eine Polenaktion. Burgund schickt Warnung und ein neuer König in Burgund. Karl der Erste. Nicht besonders fähig, aber immerhin. Bin gespannt, wann das Erbschaftsevent für Burgund ausgelöst wird. Aber wir werden voraussichtlich nicht erben. Dazu ist Österreich zu stark und die Chancen sind doch relativ gering. So, aber jetzt ist erstmal die Erkundung der Karibik zu Ende. Schauen wir uns das nochmal komplett an. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo machen wir eigentlich weiter? Ich würde sagen, tendenziell hier, ne? Das können wir auch mit einem
Entdecke erkunden von Paramaribo aus. Insofern, ja, versuchen wir mal, das da hinzukriegen. So, jetzt muss die Frage, wie heißt die Provinz? So, Nordsee ist es nicht, ganz klar. Die Küste ist es auch nicht. Wasser von Brasilien, Wasser von St. Lorenz. Kommen wir da noch nicht hin? Afrika, Nordamerika, Südamerika, das ist die Amazonasküste. Wasser von Brasilien, Küste von Brasilien. Tja, oder machen wir an der Küste von Nordamerika? Offenbar komme ich hier noch nicht hin mit der Erkundung. Wo machen wir weiter? Wo machen wir weiter, liebe Freunde? Der Süden interessiert mich irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, ich gehe dann mal lieber in Richtung oder Elfenbeinküste möglicherweise als kleines. Nee. Wir machen mal Nordamerika. Die Wasser von St. Lorenz oder was auch immer das sein wird. St. Lorenz Strom. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern. Diese Fahrt, das geht ja ganz weit in den Norden. Naja, ob das so klug war, aber wie auch immer. Das ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, weil wir haben ja hier erstmal was zu tun. Und unterdessen können wir sowieso sehr viel erkunden, denke ich mal. Und die Erkundung der Seeprovinzen geht auch relativ schnell vonstatten. So, wir haben die versprochenen angekündigten 5000 Rekruten und damit wären wir soweit. Und ich denke, wir werden mal ja, 4 Waffenträger ausbilden und eine Reiterei. So aus Stimmungsgründen müssen wir doch Pferde mit nach Amerika bringen. So, mehr Rekruten haben wir auch nicht. Das können wir dann direkt mal hübsch abwarten. Ihn können wir hier schon mal abziehen, den namenlosen Mann. Ein Anführer. Und dann bin ich doch direkt mal gespannt, was dort passieren wird. So, Paramaribo schon immerhin 119. Also ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, bei diesem Event auf die Hälfte zu verzichten. Anstelle 50 Dukaten einzusparen. So, die Rekrutierungen sind abgeschlossen. Wir bilden jetzt mal hier diese neue Armee in Andalusien. Zusammen der namenlose Anführer. Und dann soll es losgehen, liebe Freunde. Die große Reise nach Paramaribo. Jawohl, das macht ihr mal schön automatisch. Ich hoffe, ihr kommt gut an. Was ist hier? Der Entdecker ist gestorben. Ah, das ist ja ärgerlich. Und nun kehren die heim. Die kehren heim, tatsächlich. Da müssen wir einen neuen rekrutieren. Einen neuen Entdecker. Er ist also bei dieser gefährlichen Erkundung des St. Lorenz-Stromes gestorben. So, er ist wieder da. Oh, die haben dadurch auch Verlustquoten bekommen, weil die Expedition abgebrochen war. Das ist ja auch interessant. Gut, da müssen sie natürlich erstmal reparieren. Und wir folgen aber jetzt mal direkt der Transportflotte. Der Flotter der Transporte. Und freuen uns darauf. Oh, es kommt auch gleich. Wir sind noch gar nicht da. Die Eingeborenen haben schon die Siedlung angegriffen, bevor wir da sind? Nee, die Grafik war bloß noch nicht so schnell. Okay, die Tatsache, dass unser großer Conquistador da ist, führt dann natürlich gleich zu einem Aufstand der Indianer, so wie sich das gehört. Und damit sind aber immer noch 1000 da. Aber auf jeden Fall stehen wir jetzt hier im Dschungel, bereit für eine neue Aufgabe, für ein neues Abenteuer, nämlich die Suche nach den 7 Städten. Das machen wir und er marschiert los und das Abenteuer, liebe Freunde, wird uns, denke ich, vor allem in der nächsten Folge beschäftigen.
Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.